Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im Oktober 2017. Ich bin Antonia Langsdorf, eure Astrologin, und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr persönlichen Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an mich wenden. Ihr könnt mich auf meinem Kundentelefon anrufen, unten in der Videobeschreibung, oder direkt über meine Homepage eine Beratung buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr auch bei der Verlosung eine Beratung bei mir gewinnen. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Und so stehen eure Sterne. Bis Mitte Oktober zeigen die Konstellationen viel Leidenschaft für fest liierte Wassermanngeborene, wenn sie sich denn genug Zeit für die Partnerschaft nehmen. In der zweiten Monatshälfte haben wir besonders schöne Party- und Flirt-Konstellationen für Wassermann-Singles, die noch auf der Suche sind. Und jetzt schauen wir euch genau in die Sterne im Oktober und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Ja, bis zum 10. Oktober habt ihr ja noch das schöne Trigon zu Jupiter bei euch im 9. Haus. Also noch 10 Tage genießt ihr den Glücksplaneten im harmonischen Aspekt. Und das kriegen dann die Geburtstagskinder vom 17. bis 19. besonders ab. Das heißt, ihr habt dann noch weiterhin diese gute Tendenz, dass euch Dinge in den Schoß fallen, dass ihr schöne Pläne macht, dass ihr gerne reisen möchtet. Aber es läuft jetzt so langsam aus, weil nämlich dann ab dem 10. Oktober Jupiter für euch ins 10. Haus läuft. Ja, er läuft dann ins Quadrat. Das ist zwar ein Spannungsaspekt, aber eben in euer 10. Sonnenhaus des Erfolgs. Und das ist ein ganz toller Aspekt für euch. Alle Informationen dazu, was es bedeutet, wenn der Jupiter in den Skorpion geht, habe ich zusammengestellt in meinem Video-Special Finde den verborgenen Schatz über Jupiter im Skorpion. Das könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja, was bedeutet das jetzt, wenn Jupiter ins Quadrat zur Wassermannsonne geht im 10. Haus? Da geht es um Expansion und Weiterentwicklung für eure Karriere, um Anerkennung für eure Projekte und Aufmerksamkeit. Ihr habt Aufstiegsmöglichkeiten und ihr bekommt Angebote. Und außerdem, das auch sehr wichtig ist, innerlich habt ihr Zuversicht und ihr glaubt an euch, ne? Ihr habt Glauben an den eigenen Erfolg und dadurch könnt ihr eure Ziele eben auch erreichen. Denn Menschen, die das ausstrahlen, optimistisch und positiv, dass sie an sich selbst glauben, an ihren Erfolg glauben, die ziehen natürlich auch gute Gelegenheiten und auch die passenden Geschäftspartner in ihr Leben. Der Aspekt ist super gut für alle Wassermanngeborenen, die sich selbstständig machen wollen oder wenn ihr als Selbstständige ein neues Produkt auf den Markt bringen wollt. Ja. Außerdem bekommt ihr Unterstützung von Ämtern und man bringt euch Respekt entgegen. Ja. Also das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt für euch. Und auch wenn er mit einer Spannung auf die Sonne versehen ist, was manchmal dazu führt, dass man es vielleicht übertreibt. Also man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht etwa arrogant rüberkommt. Ne? Das ist ja überhaupt so ein bisschen euer Problem, weil ihr ja oft mit dem Kopf sehr weit vorne seid und einfach schneller denkt als andere. Dass ihr dann so ein bisschen ungeduldig seid und denkt, verstehen die das denn nicht, was ich will? Ne? Also entscheidend ist, dass ihr immer auch in Tuchfühlung mit den Leuten bleibt, die euch wichtig sind oder eben auch euren Kunden, ne? Dass ihr immer mitkriegt, was die auch wollen und brauchen. Aber mit Jupiter werdet ihr da eben jetzt ein großes Stück vorankommen und dieser Aspekt bleibt euch erhalten bis zum 8. November 2018. Ja, also ihr habt jetzt über ein Jahr Zeit, diese schöne Konstellation auszunutzen. Und auch danach geht es gut weiter, weil Jupiter wird ja dann vom Sonnenhaus im Karrierebereich eures Horoskops bleiben, durchs 11. und 12. Haus. Das ist natürlich fürs individuelle Horoskop, auch für Wassermann-Aszendenten sehr interessant. Und den Aspekt jetzt im Oktober, den spüren jetzt erstmal in der ersten Dekade die Geburtstagskinder, die zwischen dem 21. und 25. Januar Geburtstag haben. Genau, was haben wir noch für Aspekte? Wir haben noch langfristig die Lilith, die noch weiterhin im Sextil zur Wassermannsonne steht, im Haus der Freunde, zeigt also schräge und kreative Freunde an oder auch überhaupt ungewöhnliche Entwicklungen in Freundschaften, Leute, die euch vielleicht auch inspirieren, die sehr freiheitsliebend sind und sich deswegen auch gut mit euch verstehen.
Und aber auch das Sextil Saturn. Das kann dann auch dazu führen, dass man zum Beispiel sortiert. Ja, mit wem, wer ist mir wirklich wichtig, wen kenne ich lange, wer bringt mich auch weiter, wen bringe ich auch weiter, ne, fragt Saturn. Und mancher Wassermann hat sich mit diesem Aspekt auch schon von Freunden verabschiedet, wo er merkt, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ne? Auf jeden Fall sind das auch Förderer, die euch beruflich voranbringen. Und von daher ist der Aspekt zwar immer so ein bisschen beschwerlich, auch weil es eben Saturn ist, aber eben auch förderlich. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 12. und 15. Februar Geburtstag haben. Lilith, hatte ich das schon gesagt, das sind die vom 15. bis 18. Februar. Genau. Und dann gibt es da eine Überschneidung. Nimm die Geburtstagskinder, die zwischen dem 10. und 15. Februar Geburtstag haben, die haben nämlich auch den Mondknoten jetzt genau gegenüber ihrer Sonne. Ja? Und das ist natürlich eine große Sache, habe ich ja schon ausführlich drüber gesprochen. Und da empfehle ich euch auch nochmal das Special Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Denn das bringt jetzt für diejenigen, die diesen Aspekt haben, langfristig große Veränderungen im Leben. Also sei es, dass man endlich mit demjenigen zusammenzieht, mit dem man eine Partnerschaft hat, sei es, dass sich im Job neue Entwicklungen ergeben, dass man neue Aufträge kriegt, eben auch indem man neue gute Leute trifft. Beziehungen verändern sich, vielleicht verändert sich auch der Wohnort oder alles zusammen. Das ist also eine große Sache und es hat für euch, weil es ein Partnerhaus ist, oft mit der Partnerschaft zu tun, damit, was der Partner tut. Und so manches Mal müsst ihr jetzt auch mitziehen, ne? Weil ihr seid diejenigen, wo der absteigende Mondknoten steht. Sozusagen, ihr seid auch so ein bisschen die Vergangenheit, da wo es herkommt, aber der Löwe zeigt, der Partner zeigt da, wo es hingeht. Also das ist jetzt auch ungewohnt für manchen Wassermann, dass man dann auch mal nachgeben muss und sagen muss, okay, wir machen jetzt das, was der Partner sagt. Aber das würde euch gut tun, könnt ihr nichts mit falsch machen. Und außerdem ist es auch eine Chance, durch den absteigenden Mondknoten hier sich nochmal mit der Vergangenheit zu beschäftigen und vielleicht etwas in Angriff zu nehmen, was man bisher, wo man bisher noch nicht dazu gekommen ist, oder vielleicht auch was in Ordnung zu bringen, was aus der Vergangenheit noch im Argen lag. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Konstellation für euch. Wie gesagt, falls Beratungsbedarf besteht, dann bin ich da natürlich auch für euch da. Und dann gibt es noch die Geburtstagskinder, die zwischen dem 15. und 18. Februar Geburtstag haben. Das sind jetzt dieselben, die auch den Lilith-Aspekt kriegen. Die haben auch noch Uranus im Sextil zu ihrer Sonne. Also das ist auch sehr prickelnd von beiden Seiten. Lilith und Uranus wirken hier sehr prickelnd auf diese Geborenen ein und sie sind dann auch geneigt, sich mit ungewöhnlichen Leuten einzulassen, mit denen sie vielleicht auch sehr ungewöhnliche Ideen teilen, was ja auch für den Wassermann super wichtig ist, weil der liebt es ja, in seinen Theorien zu schwelgen und der liebt es eben, wenn er Leute trifft, die ihn verstehen, vielleicht über Verschwörungstheorien reden oder sind ja auch immer auf dem neuesten Stand im Internet, was alles da so los ist. Und da trefft ihr jetzt eben auch Leute, die euch da herausfordern. Vielleicht aber auch eine Lilith, die sagt, komm, lass mal das Internet sein und lass uns mal dem wahren Leben uns zuwenden. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend für euch. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen im Oktober. Der startet sehr schön für euch mit Sonne, Merkur und dem Jupiter noch in der Waage. Und das Ganze aktiviert euer neuntes Haus. Das heißt Pläne und Sinnsuche, aber auch Reisen und Fortbildung. Ihr seid einfach viel unterwegs. Kann auch sein, dass ihr durch berufliche Verpflichtungen viel unterwegs seid. Und dann gleichzeitig noch hier diese Spannung zu Uranus. Da kann es dann zu überraschenden Eingebungen oder überraschenden Lösungen kommen oder auch neue Lernimpulse. Also es ist besonders spannend für diejenigen, die Workshops geben, ne, oder jetzt auf Messen unterwegs sind. Die haben da jetzt viel zu tun, kriegen sehr schöne Anregungen. So, dann haben wir jetzt Venus und Mars in der Jungfrau. Die stehen hier zusammen für euch im achten Haus. Das ist eine sehr leidenschaftliche Zeit für festgebundene Wassermann-Geborene. Und Wassermann-Aszendenten, wenn sie denn Zeit für ihre Beziehung finden und auch mal zu Hause sind. Denn noch immer zeigen die Konstellationen, dass ihr häufig unterwegs sind. Mit Mars dabei kann es auch Diskussionen über eure Wertvorstellungen geben. Das kann auch wiederum damit zusammen sein, hängen, dass ihr so wenig Zeit habt und so viel unterwegs seid. Dann müsst ihr euch eventuell schon mit dem Partner mal ein bisschen auseinandersetzen. Trotzdem, Hauptsache die Leidenschaft ist groß, damit lässt sich so manches ausgleichen. Dann habe ich für euch den ersten Top-Tag, dann am Vollmond, am 5.
weil die schöne Spannung von Venus und Mars spitzt sich immer weiter zu und die sind dann total exakt in Konjunktion zu Vollmond und gleichzeitig ist der Vollmond ja hier in der Waage und mit dem Mond im Widder in einem super guten Aspekt zur Wassermannsonne. Das ist also ein sehr anregender und prickelnder Aspekt und zwar sowohl für die Festliierten als auch für die Singles. Und hier mit dem achten Haus, es wäre so schön, wenn ihr den Vollmond mit euren Liebsten verbringen könntet. Aber auch diesmal kann es wieder sein, dass irgendwas Überraschendes, unheimlich Interessantes dazwischen kommt. Also vielleicht solltet ihr mal Prioritäten setzen. Die Singles haben es natürlich gut, die können auch, wenn sie unterwegs sind, munter flirten und das eine oder andere Abenteuer mitnehmen. Das steht für sie unter guten Sternen. Aber vorsichtig sein müsst ihr schon ein bisschen, weil schon gleich ab dem 6. Oktober eine Ernüchterungsphase eintritt. Und das sieht der Fachmann daran, dass die Venus hier ins Quadrat zu Saturn geht. Das ist immer eine Ernüchterung. Und mit Lilith noch dabei kann es also auch sein, dass hier eine Provokation kommt. Da lässt sich dann vielleicht auch jemand nicht so irgendwas nicht so einfach gefallen. Also das kann ein bisschen heikel werden für euch. Und außerdem liegen mit Merkur, Pluto dann am nächsten Tag auch noch verletzende Worte in der Luft. Für euch kann es bedeuten, dass vielleicht ein Vertrag platzt, hier achtes Haus, oder dass ein schöner Plan, den ihr mit eurem festen Partner geschmiedet hattet, nun doch nicht klappt und deshalb herrscht dicke Luft. Zum Glück dauert diese Phase nur ein paar Tage, deshalb wäre mein Tipp, den Ball flach halten und sich dann lieber mal aus dem Weg gehen, bevor man durch einen Streit vielleicht etwas kaputt macht. Ja, und mitten in dieser etwas kritischen Phase tritt ja dann der Jupiter in den Skorpion ein, in euer 10. Haus. Das habe ich ja vorhin im Erlebnishintergrund für euch schon ein bisschen beschrieben. Bringt euch sehr viele berufliche Chancen, berufliche Gelegenheiten, Angebote, Aufstiegsmöglichkeiten und ist von daher also ein super Transit für euch. Ne? Und schaut euch dazu auf jeden Fall mein Video-Special an und es heißt, findet den verborgenen Schatz. Bei euch ist dieser Schatz wahrscheinlich die verdiente Anerkennung und der Erfolg und die Erreichung eines Ziels. Dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden am Samstag, den 14. Oktober. Da treffen sich Mond und Mondknoten bei euch im Partnerhaus. Wenn ihr auf der Suche seid, ist das wirklich eine tolle Konstellation, um einen Seelenpartner zu finden. Aber natürlich haben auch festliierte Wassermanngeborene etwas davon, denn sie können wichtige Menschen treffen, die ihnen auf dem nun beginnenden Weg ihres Erfolges Türen und Tore öffnen. Nächster wichtiger Termin ist der 17. Da tritt der Merkur ein in den Skorpion, also auch in euer 10. Haus und bildet dann eine Konjunktion zu Jupiter am 18. Außerdem haben wir hier noch eine interessante Spannung von Sonne und Uranus, auch wieder eine sehr prickelnde Anregung, intellektuelle Anregung für euch. Ja, und dann kommt der Neumond am 19., Donnerstag, den 19. Oktober, und das ist auch ein Top-Tag für euch. Findet statt auf 26 Grad Waage und damit für euch im 9. Haus der Pläne und der Ideen für die Zukunft. Und das Motto dieser Konstellation, an der ja auch Überraschungsplanet Uranus beteiligt ist, erwartet das Unerwartete. Seid offen für neue Ideen und neue Lösungen. Wagt das Abenteuer. Diese Konstellation kann für Singles auch einen ganz unerwarteten netten Flirt bringen. Und dann gibt es noch die mögliche Neumond-Meditation für den Jupiter. Das bietet sich ja auch an. Wie wollt ihr den Transit durch den Skorpion nutzen? Bei euch, welche Ziele wollt ihr erreichen? Welche neue Verantwortung wollt ihr übernehmen? Für welche Projekte braucht ihr jetzt Öffentlichkeit? Das sind interessante Fragen für euch. Mehr dazu findet ihr in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. Ja, dann gibt es noch einen Top-Tag für euch am 22. Oktober. Da tritt nämlich auch der Mars dann in die Waage ein. Und für euch ist das im 9. Haus. Und der Aspekt auf eure Sonne macht euch dann sehr sexy und lustvoll. Ob in der Liebe oder auf eurem neuen spannenden Karriereweg, ihr seid dann abenteuerlustig und möchtet etwas Neues ausprobieren. Denkt dabei aber daran, dass ihr mit den anderen, die für euch wichtig sind, in Verbindung bleibt und euch nicht um jeden Preis versucht durchzusetzen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, denn dabei hilft euch die charmante Venus, die ja hier auch in der Waage steht und damit auch zum guten Aspekt zur Wassermannsonne. Nächster Termin ist der 23.
Am frühen Morgen, da tritt nämlich die Sonne ein ins Zeichen Skorpion und trifft sich dann am 26. Oktober mit Jupiter. Und das heißt, das bringt euch noch mehr gute neue Impulse für den Bereich Ziele und Karriere. Dann kommen noch mal zwei kritische Tage bis zum 28., weil dann nämlich die Venus ins Quadrat zu Pluto geht hier. Und da kann es zum Beispiel ein Eifersuchtsproblem geben. Ja, Venus-Pluto ist Eifersucht. Vielleicht, weil ihr auf einer Geschäftsreise jemanden kennengelernt habt oder weil vielleicht auch hier jemand aus eurem Freundeskreis unbedachte Bemerkungen gemacht hat, die euer Partner in den falschen Hals gekriegt hat. Jetzt gilt, wie schon in der kosmischen Schwingung, wie ich das da schon ausgeführt habe, dass wir in Beziehungsfragen keine radikalen oder endgültigen Entscheidungen treffen sollten. Das kann nämlich passieren mit Venus-Pluto. Denn gegen Mitte November stehen die Sterne wieder auf Verständnis und Versöhnung. Dann habt ihr noch einen Top-Tag am Sonntag, den 29. Oktober. Da habt ihr viel kuschelige Energie mit dem schönen Aspekt mit Venus und Mars hier zu eurer Wassermannsonne, Mond in eurem eigenen Zeichen. Also das ist ein schöner Aspekt, wo ihr vielleicht auch auf andere gut eingehen könnt. Und das kommt dann natürlich bei eurem Gegenüber wieder sehr gut an. Und wenn ihr dann endlich mal zu Hause seid mit eurem Partner, fühlt ihr euch da dann auch besonders wohl. Ist auf jeden Fall ein schöner Tag für euch. Genau. Ja, und dann haben wir am 31. Oktober ja noch Halloween. Und da feiern wir eben Halloween oder auch das dem zugrunde liegende keltische Fest Samhain. Die Konstellationen sind diesmal sehr spirituell und passend zu dem Fest. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober ausführlich eingegangen. Ihr habt an dem Abend Venus und Mars in Harmonie zu eurem Sternzeichen und seid deswegen grundsätzlich in Partylaune. Wahrscheinlich werdet ihr auch von jemandem eingeladen, zu einer lustigen Halloween-Party mitzukommen. Es kann aber auch sein, dass ihr lieber unterwegs wärt. Ne? Venus und Mars im 9. Haus, da ist man auch gerne auf Reisen. Wenn ihr spirituell interessiert seid, würde sich eine Reise zu einem Kraftort anbieten, wo ihr Halloween bzw. Samhain ganz magisch feiern könnt. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch doch auf jeden Fall noch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist natürlich auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.